So, dann darf ich euch alle recht herzlich begrüßen, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen aus unserem Trading Floor in Frankfurt. Spektakuläre Bewegung in den letzten Handelstagen und die Märkte sind aktuell sehr stark unterwegs. Lasst uns am besten erstmal einen Überblick verschaffen. Der DAX selbst notiert im Moment knapp bei 11.650 Punkte, läuft im Moment nach Fahrplan. Wir haben hier in unserer letzten Sendung darüber gesprochen, dass wir das favorisierte Ziel Richtung 11.500 anstreben, beziehungsweise bei einem Best-Case-Szenario, wenn viel Momentum reinkommt, sogar übergeordnet das Ziel Richtung 12.044 Punkte. Aber auch da werde ich gleich noch mal ein paar weitere charttechnische Bewegungsabläufe genauer mit euch besprechen. Der Dow Jones ebenfalls nach Fahrplan, ist also spektakulär im Moment in einer sogenannten Momentumswelle unterwegs, auf sage und schreibe 25.300 Punkte. Auch hier sind wir über 1.000 Punkte im Moment deutlich im Plus. Auch da werden wir gleich noch mal ein paar Sachen gemeinsam miteinander besprechen. Wir haben den Goldpreis, naja, der baut natürlich ein bisschen ab, weil Gold wird jetzt im Moment nicht mehr so stark als sicherer Hafen gesucht. Da haben wir auch zwischenzeitlich unser Goldzertifikat im Plus soweit verkauft. Wir haben den Ölpreis knapp bei 35 Euro gegenüber dem Dollar bei 1,0938 und last but not least, ja, haben wir den Bitcoin nach wie vor unverändert um der Marke knapp bei 8.900 Dollar, beziehungsweise schwankt er zwischen 8.800 und knapp 9.200 Dollar auf der Oberseite. Lasst uns am besten direkt mal in den Chart einen Blick reinwerfen. Wir fangen am besten mit dem DAX an. Wir haben ja schon in unserer letzten Sendung darüber gesprochen, dass wir selbst hier aufgrund von den Terminhandel gesehen haben, dass also sehr viele Akkumulationsphasen aufgebaut worden sind, mit anderen Worten sehr viel Liquidität reingekommen ist, um der Marke knapp bei 11.000 Punkte. Da haben wir ja auch unser DAX-Zertifikat hier letztens soweit gemeinsam miteinander besprochen und auch wie gewohnt börsentäglich um 14.15 Uhr unter heavytraders.live. In diesem Zusammenhang laden wir euch heute wieder erneut ein, nochmal tiefer besprochen, was wir im DAX gesehen haben und wie wir das Ganze charttechnisch soweit einschätzen. Dass wir um 11.000 also sehr viel Liquidität gesehen haben und daraufhin eine DAX-Call-Position eröffnet haben, die sogar zwischenzeitlich im Moment mit knapp 25% im Plus ist. So, jetzt geht natürlich die Frage, wie weit kann die Reise gehen? Ganz klar, die 11.500, die sehen wir jetzt im Moment als hartnäckige Unterstützung. Da wurde ebenfalls eine sogenannte Akkumulationsphase aufgebaut und wir bleiben auch weiterhin positiv gestimmt mit dem Ziel, in diesem DAX-Call Richtung 12.044 soweit anzustreben. Es kann aber durchaus sein, dass wir eventuell vorher die Position schließen. Dazu gibt es natürlich immer Marktupdates bei uns unter heavytraders.live in unserem Börsenformat um 14.15 Uhr. Wie gesagt, Registrierung ist kostenfrei, kann sich also jeder anmelden und auch hier nochmals der Hinweis, laden wir euch recht herzlich ein. Es gibt jede Menge Werte zu besprechen. Der zweite Wert geht also hier um den Dow Jones. Auch der Dow Jones ist relativ gut gelaufen. Wir haben da ebenfalls im Terminmarkt gesehen, also sprich über den Future-Handel, dass Akkumulationsphasen aufgebaut worden sind, jede Menge Liquidität ist und dass natürlich Interesse da ist, auch um der Marke knapp bei 24.180. Ihr seht es hier auf diesem Chart eingeblendet, ein schöner Unterstützungsbereich und die ausschlaggebende Marke war so knapp bei 24.400 gewesen. Und mit diesem Bruch über der Marke von 24.560 war das letzten Endes eine Bestätigung, dass wir genau dieses Ziel, was ich jetzt heute gemeinsam mit euch um 14.15 Uhr besprechen werde, bleibt erstmal offen, aber wir bleiben optimistisch, dass wir nochmal eine ganz große Runde psychologische Marke ansteuern werden. Auch das Zertifikat, das haben wir relativ konservativ mit einem Hebel von 1,8, dadurch, dass natürlich der Dow Jones wesentlich schwankungsfreudiger ist, soweit bei uns aufgenommen als Trade und notiert in der Zwischenzeit knapp mit 8% plus. Hier rechnen wir mit einer Performance mit knapp 15%, wenn wir diesen Trade soweit abgeschlossen haben. Ja, der absolute Kracher, es geht also um die TUI-Aktie, die sage und schreibe 104 bzw. zwischenzeitlich sogar 105% plus gemacht hat. TUI haben wir ja als, ausgebombte Aktie bei uns als Trade aufgenommen. Wir haben da sehr viele Schwankungen mitmachen müssen, waren aber immer stets optimistisch gewesen. Es geht also hier charttechnisch um diese Seitwärtsphase zwischen 2,80 Euro und knapp 4,80 Euro. Der Ausbruch, der ist gestern soweit gelungen. Daraufhin konnte das Zertifikat fast 60% zulegen. Heute wieder
Die Aktie selbst mit einem Aufschlag zwischenzeitlich von 25%. Im Moment bauen wir ein bisschen ab, aber wir bleiben optimistisch. Das Wertpapier, was wir hier soweit damals besprochen haben, auch bei uns börsentäglich unter heavytraders.live um 14.15 Uhr, kann also in der Zwischenzeit 104% plus machen. Und wir bleiben auch weiterhin in der TUI-Aktie investiert, beziehungsweise in den Zertifikat, und sehen da optimistische Kursziele Richtung 11 Euro. Also ein Trade mit absolutem Sitzfleisch, weil wir hier streben wir zumindest mal das Ziel, zwischen 200 bis 300% plus zu machen. Und da haben wir uns entschieden, die TUI etwas länger zu halten. Also schaltet auf jeden Fall rein, da werden wir auch nochmal ausführlich diesen Wert besprechen. Last but not least, Volkswagen-Aktie, auch da ein, zwei Sätze. Den Rest werden wir, wie gesagt, um 14.15 Uhr besprechen. Schöner Ausbruch über das Dreiecksformation, haben wir auch die letzten Tage gemeinsam besprochen. Das Zertifikat in der Zwischenzeit plus 36%. Auch hier das Ziel 150 Euro. Auch da nochmal weitere Details um 14.15 Uhr in unserem börsentäglichen Livestream. So viel erstmal aus der ganzen charttechnischen Sicht. Wie geht es jetzt weiter mit DAX, mit Dow Jones und den einzelnen Aktien? Und gibt es eventuell einen Favoriten, den wir soweit aufgenommen haben? Wir haben natürlich einige weitere Aktien offen, beispielsweise die Lufthansa, die Boeing. Die sind erst gerade so plus, minus null. Beispielsweise die Lufthansa erst mit 10% im Plus. Die Boeing müsste meines Erachtens noch, glaube ich, mit minus 20% sein. Aber auch da bleiben wir weiterhin drin in diesem Zertifikat. Schaltet auf jeden Fall rein, da werden wir euch nochmal vom Puls des Marktes Updates mit auf den Weg geben, welche Position wir halten, welche wir verkaufen und welche Trading-Idee aus charttechnischer Sicht zumindest mal attraktiv sein können. Also es lohnt sich auf jeden Fall, unter heavytraders.live 14.15 Uhr reinzuschalten. In diesem Sinne, wir freuen uns auf euch. Bis gleich.